Hallo, mein lieber Löwe, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Löwe. Lieber Löwe, heute machen wir ein Kurzreading und zwar zum Thema Liebe. Ich werde aber noch ein weiteres Video hochladen und zwar zum Thema Karriere. Falls du das Thema Karriere hast, darfst du gerne das andere Video anschauen, wenn du möchtest. Hier in dieser Legung geht es aber einfach um das Thema Liebe. Wir schauen uns dein Hauptthema an in der Liebe, dein Hindernis, was hindert dich daran, ja, in der Liebe deine Ziele zu erreichen. Wir schauen uns auch an, was musst du dringend wissen, was ist ganz, ganz wichtig zu wissen, was kommen möchte oder was auf dich zukommt, bewusst oder unbewusst. Wir schauen uns auch den Rat an, wie auch dein Schattenthema. Was siehst du nicht, solltest du aber sehen. Lieber Löwe, diese Legung ist wirklich für alle, die diese Löwe-Energie auch fühlen und leben. Das heißt, du kannst Löwe im Sternzeichen sein oder im Aszendenten oder im Mond oder in der Venus. Wichtig ist einfach eben, dass du dich damit identifizieren kannst. Denk auch daran, dass gewisse Nachrichten vielleicht nicht für dich sind, sondern für jemanden, der dir nahe steht und mit dir verbunden ist. Lieber Löwe, behalt aber unbedingt im Kopf, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Da gilt es wirklich, so ein bisschen hinzufühlen, dein Gefühl, also deine innere Stimme sagt dir, was zu dir gehört und was eben nicht. Wie immer, alle Infos zur persönlichen Legung findest du unten. Unten findest du auch den Link zu meinem Instagram-Kanal. Da darfst du gerne vorbeischauen, mir auch da folgen, wenn du magst. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, lieber Löwe, dann würde ich sagen, starten wir die Liebe. Lieber Löwe, was solltest du wissen, musst du sogar hören? Luftgeist, Wissen ist Macht, nämlich so spontan war. Wissen erlangen. Beim Thema Partnerschaft, es kann sein, dass du eventuell eine wichtige Information bekommst, eine wichtige Botschaft, dass du vielleicht etwas entdeckst. Mit dem Thema Wissen habe ich aber auch das Gefühl, es geht auch um das Thema Reflexion, also Reflexion, dass dir etwas, kann ich sagen, Reflexion, dass dir etwas bewusst wird, was dir vielleicht vorher gar nicht aufgefallen ist. Verborgene Nachrichten werden sich zeigen, Informationen und Antworten, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal genauer rein. Lieber Löwe, was ist dein Hauptthema? In der Liebe, was ist dein Hauptthema? Zwei der Stäbe. Vielleicht suchst du auch nach einer Antwort, weil hier haben wir zwei der Stäbe das Gefühl haben, sich zu entscheiden, um vorwärts zu gehen. Ein bisschen den Kopf voll haben, nicht wissen, wo rechts, links, oben, unten ist, vielleicht auch zwischen zwei Menschen oder zwischen zwei Situationen stehen, wie zum Beispiel Thema Liebe und Beruf oder Familie, deine Familie und Thema Liebe oder Thema Kinder und Liebe, was auch immer. Ich habe das Gefühl, wirklich irgendwo dazwischen stehen und jemand zieht nach rechts und jemand zieht nach links und du solltest noch hier und du solltest noch da und dann solltest noch so, entschuldigt, so ein bisschen so an dir wird gezogen und gezerrt. Oh mein Gott, ich verliere gerade meine Stimme. Vielleicht möchtest du auch am liebsten schreien oder es fühlt sich so an, einfach energetisch gesehen. Vielleicht zieht auch niemand wirklich an dir, aber es fühlt sich so an. Ich habe auch das Gefühl, dass du vielleicht viel runterschluckst und nichts aussprichst oder dich selbst ein bisschen vernachlässigst. Und du das Gefühl hast, du musst allem gerecht werden. Ich muss meinen Kindern gerecht werden. Ich muss meiner Partnerschaft gerecht werden, Beruf gerecht werden, Familie gerecht werden, Freunde gerecht werden. Was auch immer. Mach wirklich mal Pause, lieber Löwe. Ich habe das Gefühl, versuch wirklich, dich zu erden. Also egal, wo du stehst, egal, was dein Thema ist in der Liebe, sag wirklich auch Stopp, setze Grenzen. Das ist so irgendwie spontan, habe ich das Gefühl, du musst Grenzen setzen, stress dich wirklich nicht. Wenn etwas zu viel ist, dann sag es auch. Zieh mal deine Energie zurück, damit du
dich sammeln kannst, weil zweite Stäbe kommt manchmal auch oft, wenn die Zeit vielleicht gar noch nicht reif ist für Entscheidungen, weil man sich zuerst bewusst werden muss, was will ich überhaupt, und dafür braucht man Zeit und Erdung und die Energie muss bei sich ankommen. Oder wenn du deine Gedanken rechts, links gehen, dann ist deine Energie nicht bei dir, dann nimmst du Energien von außen wahr und dann fühlst du dich gar nicht richtig und dann kann es passieren, dass man schlechte oder respektiv falsche Entscheidungen trifft. Was haben wir hier? Die Sonne, also Klarheit wird kommen. Ich habe auch das Gefühl, du suchst Klarheit, du möchtest diese Klarheit erlangen und sie wird auch kommen. Einige haben diese Klarheit schon bekommen, aber sie vielleicht noch nicht ganz akzeptiert. Vielleicht braucht es noch ein bisschen Zeit, um dies zu verarbeiten, vor allem wenn es um eine Vergangenheitsperson geht oder Situation. Was liegt als Hindernis da, lieber Löwe, in der Liebe? Neun der Kelche als Hindernis. Neun der Kelche ist eigentlich eine sehr gute Karte, lieber Löwe. Das heißt, ist immer ein Vorbote, dass ein Wunsch in Erfüllung geht. Aber es liegt als Hindernis bei dir. Es scheint so, als hättest du nicht das Gefühl, dass ein Wunsch in Erfüllung geht. Als wäre es nicht möglich, dass ein Wunsch in Erfüllung geht. Vielleicht hast du das Gefühl, ich komme nie in eine Beziehung mit dieser Person oder diese Person wird mich nie heiraten oder wird, oder was auch immer. Ich habe das Gefühl, du darfst da wirklich ein bisschen mehr generell an dich glauben und nicht deine Wünsche an eine Person koppeln. Weil wenn du einen Wunsch an eine Person koppelst, ist es eben Abhängigkeit. Weil dann setzt du deine Energie, nimmst du sie von dir und legst sie bei jemandem an. Aber deine Energie gehört dir. Versuch wirklich die Energie bei dir zu behalten. Dann werden sich auch Wünsche und Träume erfüllen. Aber es kann natürlich sein, dass Wünsche und Träume vielleicht ein bisschen anders sind, als du denkst. Weil oft haben wir aus dem Kopf her eine Vorstellung. Und diese Vorstellung ist wirklich aus dem Kopf entstanden, also nicht aus der Herzensenergie. Wir meinen es vielleicht, aber es ist aus der Kopfenergie entstanden. Und das Universum möchte uns manchmal darauf hinweisen, hey, das ist noch was anderes, was viel Größeres. Aber du musst hinsehen und in die Akzeptanz gehen. Und hier sehe ich einfach eine Hemmung, dass du an Wünsche glaubst. Ja, du bist auch nicht sicher, ob ein neuer Weg dich zu diesem Wunsch und zu deinen Träumen beim Thema Partnerschaft führen. Du zweifelst an den neuen Weg. Was solltest du dringend wissen? Was kommt auf dich zu? Das Schicksalsrad. Oha, große Begegnungen. Schicksalshafte Begegnungen. Vorbote auch für Seelenverträge, die jetzt kommen möchten, da es Zeit ist, diese zu erfüllen. Schicksalsrad liegt da, möchte zu dir kommen, solltest du wissen. Also hier ganz wichtige Begegnungen. Und wenn du diese Begegnungen hast, lieber Löwe, darfst du sie wirklich auch annehmen. Nimm sie an. Bube der Kelche, neue Liebe sehe ich da bei vielen. Vor allem, wenn du Single bist oder mit jemandem on-off hast oder kompliziert, kommt hier jemand Neues. König der Münzen könnte ein Erdzeichen sein, muss aber nicht. Aber diese Person bringt dir Wurzeln und Stabilität. Aber ich habe das Gefühl, du musst wie diese Energie ein bisschen loslassen, bei dir bleiben und Vertrauen haben auf diesem Weg, dass sich ein Wunsch offenbart und auch erfüllt. Was ist denn der Rat, lieber Löwe, die Liebe? Was ist der Rat? Zweifle nicht, 9 der Schwerter und 2 der Münzen. Gib Acht, wem du deine Energie schenkst. Ich sehe hier wieder so viel um die Ohren haben, rechts, links, oben, unten. Wirklich Pro-Kontra-Liste machen. Versuch
dich da wirklich so ein bisschen einzufinden, dass du nicht immer so im, wie sagt man, im Funktionieren-Modus bist. Hier wirklich ein bisschen Erdung einzubringen, also einbringen und dieses Schwankende ein bisschen loszulassen. Und ich glaube, Schwanken passiert oft, wenn man sich selbst unsicher ist, wenn man selbst vielleicht nicht genau oder seinem Urvertrauen nicht vertraut. Oder jeder Mensch hat ein Urvertrauen. Und wenn man dieses Urvertrauen nicht aktiviert, dann schwebt man so ein bisschen und zweifelt. Zweifelt an sich selbst, zweifelt an seinen Gefühlen. Und da gilt es wirklich ein bisschen ins Urvertrauen zu kommen, weil je stärker du an dich selbst glaubst, je stärker du dir dir bewusst wirst, was du möchtest, desto stärker kannst du diese Bedürfnisse auch umsetzen und leben, weil oft ist es halt so, dass viele wissen, was sie möchten, ihre Bedürfnisse, aber sie leben nicht danach. Sie leben dann nicht danach, sie können es wie nicht umsetzen. Und das geht ein bisschen in diese Richtung, habe ich das Gefühl, dieses Urvertrauen zu aktivieren. Was liegt im Schatten? Hier kommt Kommunikation. Könnte um das Thema Geld gehen, muss aber nicht. Kommunikation, Thema Geben und Nehmen. Klare Worte sprechen, was man vielleicht braucht und auch über das Thema Geben und Nehmen sprechen. Eben entweder energetisch geben und nehmen oder es geht wirklich um das Thema Finanzen. Also hier auch für einen Tisch machen, offene Worte sprechen, Klarheit erlangen, Balance bekommen, aber es liegt im Schatten. Warum liegt es im Schatten? Warum siehst du das nicht? Vielleicht ist dir noch nicht bewusst, dass da irgendwo ein Ungleichgewicht ist bei einer Situation oder Person. Und zuerst braucht es ein bisschen diese Akzeptanz, diese Achtsamkeit, dieses Erkennen. Weil erst danach kannst du über das sprechen. Aber wenn du es nicht erkennst oder nicht siehst oder nicht sehen möchtest, dann wird es ja schwierig, darüber zu sprechen. Also hier geht es sich um das Thema Gleichgewicht und klare Worte aussprechen. Ja, mein lieber Löwe, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.